It's indisputable that there's a real pay gap. Every woman, every girl deserves to get paid what they're worth. Laut Statistik verdienen Frauen in Deutschland 21% weniger als Männer. Wirklich? Heute muss ich mal wieder ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Ach nee, das habe ich ja schon. Heute wird nochmal ordentlich nachgetreten. Denn seit mein Video online ist, gab es noch ein paar Entdeckungen. Als erstes gucken wir uns erneut die identischen Lebensläufe an. Guckt mal hier, die Olivia hat offenbar die amerikanische Staatsbürgerschaft. Oliver hingegen hat die amerikanische und die italienische. Ist es möglicherweise vorteilhaft, einen Angestellten zu haben, der sich dauerhaft ohne Visum oder ähnliches, frei in Europa bewegen kann. Ob beide Deutsch sprechen, können wir nicht abschließend klären. Ich würde aber mal vorsichtig davon ausgehen, dass das der Fall ist. Darüber hinaus ist es aber amtlich, dass Olivia Englisch spricht und Oliver Englisch und Italienisch. Ist es möglicherweise vorteilhaft, einen Angestellten zu haben, der auch Italienisch spricht? Aber damit nicht genug. Einem Zuschauer, ich finde den entsprechenden Kommentar nicht mehr, bedanke mich aber hiermit für den Hinweis, ist aufgefallen, dass Oliver eine Lücke im Lebenslauf hat. Es fehlt das komplette Jahr 2016. Jetzt haben wir endlich die eine Sache gefunden, bei der Olivia ausnahmsweise mal besser dasteht. Hätte ich jetzt gesagt, wenn sie nicht auch eine Lücke im Lebenslauf hätte, und zwar eine dreimal so hohe wie die von Oliver. 2011, 2012, 2013. Kein Wort dazu im Lebenslauf. Und damit immer noch nicht genug. Drei Tage nachdem das Video von Terre des Femmes hochgeladen wurde, gab es auf einer Webseite, deren Name nicht genannt werden darf, diesen Bericht hier zu lesen. Angefertigt von einem Mitarbeiter aus einem der Unternehmen, wo man sich beworben hatte. Ich will den Bericht jetzt nicht behandeln, ihr könnt euch den in Ruhe selber angucken. Der Bericht ist aber deshalb so wichtig, weil er dank seiner krassen Insider-Infos zu 100% glaubhaft ist. Und da ich bereits vernommen hatte, dass dieser Mitarbeiter, nennen wir ihn Hackerman, Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Noch eine äußerst interessante Info hat, habe ich Kontakt zu ihm aufgenommen. Hackerman hat mir die gesamte Geschichte nochmal geschildert und ich zweifle an keinem seiner Worte. Und am Ende folgte der Knaller. Die beiden Bewerber haben, als es um das Gehalt ging, nicht die gleiche Summe genannt. Sie sagte lediglich, dass sie momentan 2.900 bis 3.000 Euro verdiene und er sagte, dass vorne eine 3 stehen müsse, so 3.000 bis 3.100. Da kann man dann, wenn der Arbeitgeber bereit ist, beiden ihr Wunschgehalt zu zahlen, schön zeigen, wie auf ihrem Schild nur 36.000 steht, auf seinem aber 37.200. Ein angeblicher Paygap von 1.200 Euro. Um welche Personen ging es nochmal in diesem konkreten Beispiel? Ach ja, Dirk und Iris. Was hat man den beiden denn angeblich am Ende zahlen wollen? Jetzt ist es offiziell, bei Jung von Matt schämt man sich für gar nichts. Ich möchte hiermit nochmal betonen, dass Hackerman uneingeschränkt glaubwürdig ist. Und hier noch einen Gruß von Hackerman an die junge Mitarbeiterin von Jung von Matt, die 10 Minuten lang vor seinem Laden auf- und abgehüpft ist, während sie auf den Lockvogel bzw. die Lockvögel Sternchen-X gewartet hat. Du warst so unauffällig, dass du ihm direkt aufgefallen bist. Vielleicht solltet ihr mal zusammen einen Kaffee trinken gehen, schreibt mir in die Kommentare, ich vermittle dann. Ich frage mich, was jemand alles zu erzählen hätte, der auf Seiten von Jung von Matt an diesem Video mitgewirkt hat. Naja, was soll's? Kapitel hiermit beendet. An der Stelle möchte ich nochmal anmerken, dass die Leute von Terre des Femmes nicht nur Blödsinn machen. Das aktuelle Video, welches ich euch unten verlinke, ist zum Beispiel kein Blödsinn. Ich weiß zwar nicht, wen diese Botschaft erreichen soll, aber verdeutlicht wird eines. In der Geschichte der Menschheit ging es Frauen noch nie so gut wie heute in der westlichen Welt. Und dafür hat Terre des Femmes für dieses Video sogar ihr erstes Like und Kommentar von mir bekommen. Und wenn ihr euch heute noch ein bisschen gutes Karma verdienen wollt, dann klickt mal auf den Link und lasst ein Like da. Karma wird vom Kosmos vergeben. Da bin ich aber platt.